Einen flauschigen guten Tag wünsche euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. In dem heutigen Video werde ich euch einige Features zeigen, die euer Griefer Games Alltag um einiges erleichtern werden. Dafür brauchen wir das Griefer Utils Add-on für Labby Mod. Dazu habe ich auch schon ein eigenes Video gemacht, wo ich alles im Detail erkläre, um Redscan auf dem i. Heute soll es aber mal um die Features gehen, beziehungsweise um die Dinge, die ich am meisten nutze, weil die den Griefer Games Alltag um einiges erleichtern. Fangen wir mit einer Sache an, die wahrscheinlich vielen auf den Nerv geht. Und da müssen wir einmal hier zum Chat und unter lange Nachrichten aufteilen. Das bedeutet, ihr tippt einfach irgendwas im Chat ein und irgendwann ist hier die Grenze erreicht. Irgendwann könnt ihr nicht mehr tippen, weil der Chat eben eine Grenze hat und mehr kann der eben nicht absehen. Durch dieses Feature wird das eben so gemacht, ihr könnt so viel eintippen, wie ihr wollt und dann tut das Add-on die Nachrichten nacheinander senden. Bedeutet, ihr müsst nicht mehr eins tippen, dann wieder das nächste und das nächste. Ihr könnt alles im Eingleich tippen und dann sendet das Addon hier gleich alles nacheinander. Sehr nützlich, habe ich schon sehr oft verwendet. Kann man auch wirklich nur empfehlen. Funktioniert einwandfrei. Die nächsten Features haben wir unter Item und hier haben wir wirklich Gold, würde ich sagen. Bücherfix ist eine unglaublich geile Sache. Ihr könnt einfach auf ein Buch, wie es hier auch steht, eine Vorschau öffnen mit Rechtsklick und könnt ihr das ganze Buch lesen. Das ist ja normalerweise, wird man dann vom Server gekickt. Dieses Add-on macht es aber wieder möglich. Inventar verbessern ist auch eine geile Sache, vor allen Dingen für die Leute, die auch öfter Spawner lernen. Da habe ich ja auch schon einige Videos auf meinem Kanal hochgeladen, deshalb bin ich auch einer dieser Typen, der zum Beispiel Prismarin Spawner da alles leert und da muss man das natürlich auch umcraften, damit man mehr Orbs bekommt und das ist natürlich immer einzeln anklicken und in die Werkbank legen ist natürlich etwas blöde. Dieses Add-on bzw. dieses Feature ermöglicht es, wenn ihr im Inventar einfach hier zum Beispiel hier Stein habt und ihr shiftet das, legt euch das automatisch in die Werkbank. Das Ganze kann ich kurz mal demonstrieren. Wir shiften und da legt das oben rein und dann können wir gleich so viel schneller craften. Verbrauchte Blöcke nachziehen ist vor allen Dingen für die Bilder ganz nützlich. Kurzes Beispiel, ihr habt hier 3 Steinblöcke und ihr habt hier nochmal 5 Steinblöcke. Ihr platziert jetzt diese 3 Steinblöcke, da sind sie leer und die werden automatisch nachgezogen. Sehr praktisch, würde ich auch empfehlen für jeden Bilder. Item-Info ist wirklich so ein kleiner legaler Cheat, würde ich sagen. Hier kann man nämlich Lucky-Block-Typen anzeigen. Bedeutet, wenn jetzt natürlich für die Leute, die einen Reiz haben wollen, ist es jetzt ein Unlucky oder ein Lucky-Block, ist natürlich das eher auch nicht zu nutzen, zu empfehlen. Aber ich zeige euch das Ganze mal. Wir haben jetzt hier zum Beispiel einen Lucky-Block. Das ist aber gar kein Lucky-Block. Der wurde einfach umbenannt. Ganz unten steht nämlich, wenn ihr das aktiviert habt, das ist in Wirklichkeit ein super Unlucky Block. Falls euch jemand einfach aufs Korn nehmen will, könnt ihr das einfach erkennen. Hier nochmal zum Vergleich. Hier haben wir wirklich einen Super Adventure Lucky Block und nicht irgendeine unbenannte Variante davon. Als nächstes haben wir den Itemschutz und der ist wirklich, macht den an. Das ist eines der geilsten Dinge in diesem Griefer Utils Add-on. Hier könnt ihr sämtliches einstellen. Zum Beispiel, wenn ihr einen Partikel Saver habt, dann klickt ihr nicht einfach auf den Partikel und der Rand ist da. Da gab es schon mal bei dem einen oder anderen Streamer auch, habe ich gesehen, Marco, dass ja verschulden, dass man da geklickt hat und dann war auf einmal so ein Rand da. Mit dem Add-on ist es möglich, dass wenn ihr einen Rand einlösen wollt, nochmal ein extra Menü kommt. Wollt ihr es einlösen? Ja oder nein? Klickt da eben an, ob ihr es einlösen wollt oder nicht. Genau derselbe Spaß für Prefix oder Partikel. Das Ganze gibt es auch für einen als Orb-Saver, wenn halt der Preis gefallen ist, dass ihr das dann nicht mehr abgeben könnt. Kann man machen, ich habe es jetzt zum Beispiel aus. Bei Rüstungsschaden würde ich sogar jetzt auch mal bei mir eine 3 anmachen, damit ich da auch informiert werde. Der Werkzeug-Saver ist vor allem für Farmer ganz sehr nützlich, nutze ich auch. Wenn ihr mal abgelenkt seid beim Farm, zum Beispiel schaut ihr gerade nebenbei ein Teddy-Video, kann mal passieren. Und zack, passiert, ist die Spitzhacke einfach weg. Wenn ihr das aktiviert habt, das habe ich ja zum Beispiel auf Mindesthaltbarkeit 2. Bedeutet, wenn die Haltbarkeit nur noch auf 2 ist, könnt ihr mit der nicht mehr abbauen. Das wird automatisch verhindert. Und somit, wenn ihr gerade mal nicht aufgepasst habt, könnt ihr nicht einfach euer Werkzeug weghauen. Das Ganze können wir natürlich hier auch ausstellen für Irreparables. Bedeutet, ab einem Amboss-Level von 63 kann man das Ganze ja nicht mehr reparieren. Wir können diese Items auch saven, aber in der Regel macht das keinen Sinn, weil was wollen wir mit kaputten Werkzeugen?
Werkzeug. Hier können wir natürlich Ausnahmen hinzufügen, wie zum Beispiel den Diamanthelm. Ich weiß gar nicht, warum der hier drin ist. Den kann ich einfach mal wegmachen, den brauche ich gar nicht. Eine Slash-Kopfvorschau ist natürlich auch ganz wichtig. Vor allem gerade wo auf Griefer Games, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber da gab es ja eine Datenbank, Errorfehler, wie auch immer, wo Slash-Kopf nicht ganz funktioniert hat bei Leuten, die zum Beispiel nicht on war und man da den Kopf machen wollte. Durch Slash-Kopf ist das Ganze genau dasselbe wie Prefix, Rand und Partikel-Saver. Wenn ihr Slash-Kopf XY macht, kommt ihr erstmal in eine Vorschau, wo auch der Kopf angezeigt wird, den ihr bekommt. Wollt ihr den haben oder nicht? Und dann klickt dann an. Eines der wahrscheinlich meistgenutzten Features von Griefer Utils ist Recraft. Kann ich aber auch gut verstehen. Das Ganze ist ein Autocraft-System und für die Leute, die jetzt erstmal zurückschrecken, das Ganze ist auf Griefer Games erlaubt. Wusste ich früher, beziehungsweise vor ein paar Monaten selber noch gar nicht, dass erlaubt ist, aber tatsächlich ist das erlaubt. Hier können wir eine letzte Aufruf wiederholen. Ich zeige euch das Ganze mal, damit ihr das versteht, wie man das nutzen muss. Wenn wir auf einer x-beliebigen Farm unserer Wahl sind, dann machen wir jetzt erstmal hier unter Item den Recraft an. Dann legen wir hier eine Taste fest und dann haben wir hier zum Beispiel Pilze. Die holen wir uns erstmal ins Inventar und jetzt machen wir Slash Rezepte, Item-Komprimierung, hier alles herstellen. Wir gehen nochmal auf die zweite, stellen das auch nochmal her. Wir können auch aufs dritte, so oft wie ihr halt wollen. Dann gehen wir in die nächste Kiste, holen uns Pilze und dann klicken wir auf die Taste, die wir festgelegt haben. Und dann craftet der uns das automatisch eben um. Das können wir eben so machen und somit können wir noch schneller Farms zum Beispiel lernen. Wie ihr diese Farm hier besonders gut nutzen könnt, beziehungsweise wie ihr hinkommt und wie viel Orbs die ohne das Ganze hier, ohne dieses Feature abgreift, das seht ihr oben rechts im Video, habe ich auch schon mal ein Video zu gemacht. Dann gehen wir einfach zum Orbhändler und geben den ganzen Spaß ab. Kurz mal hier fast 5000 Pilze. In wenig Zeit gemacht. Unter Rende habe ich eine Option hier für das Video und zwar die Kopfverzauberung fixen. Das ist vor allen Dingen nützlich für unter anderem die epischen Kisten. Da ist ja immer als Hauptgewinn gerade zum Beispiel hier die Akoro-Köpfe und hier oben ist so ein Griefer Games Kopf. Normalerweise wird diese Verzauberung nicht angezeigt. Mit diesem Feature ist das aber ganz gefixt und nun haben wir hier eine Verzauberung auf dem Kopf. Wenn wir das Ganze hier ausstellen und nochmal hier drauf gehen, hat das denn keine Verzauberung mehr. Unter Spieler haben wir interagierbare Profile und das ist natürlich auch so eine Sache, die ist auch geil. Nächste Option unter Spieler, was ich euch auch empfehlen würde, sehr nützliche Sache, ist interagierbare Profile. Das ermöglicht euch zum Beispiel, wir nehmen jetzt hier mal als Beispiel Verträumter, sehen wir, er hat den Clan Dream Army, wenn wir jetzt auf den Kopf hier draufklicken, wird uns automatisch die Clan-Info von Dream Army aufgemacht. Wir sehen hier jetzt alles ganz normal. Dream Army, Dream, CB4, Verträumte online, die alle offline. Hier sind noch zwei Leute online. Und wenn wir jetzt die Person das aktiviert hat, zum Beispiel Verträumter befindet sich auf CD-Bild 4 und wir hier draufklicken, dann würden wir jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt auf den CB5 mal eben wechseln und hier wieder draufklicken, ja, okay, jetzt hat es kurz gedauert, werden wir automatisch mit dem City-Build verbunden. Das ist natürlich jetzt das erste Mal, dass ich das mit dem City-Build verwendet habe, aber das mit dem klaren Kopfklicken habe ich schon öfter verwendet, ist auch einfach nützlich. Da muss man nicht hier erstmal alles im Chat eingeben, schauen, wie heißt denn der Clan-Tag, wie auch immer. Letzte Kategorie, Welt, habe ich den Adventurer verbessern angemacht. Und das ist wirklich so eine Sache, die würde ich jedem empfehlen. Wenn wir hier zum Adventurer gehen, hier wird nicht mehr diese 64er-Limitierung angezeigt, sondern habe ich 141 Coins und die werden mir hier auch angezeigt. Da kann ich hier meine Aufgaben machen und brauche nicht erst hier unten hinschauen, wie viele Coins habe ich überhaupt, weil mir das einfach schon angezeigt wird. Sind zwar nur ein paar Sekunden, die mir gespart werden, aber besser als nichts. Zudem haben wir interagierbare Plotschilder, habe ich auch schon dem Öfteren genutzt. Wenn wir hier mal am Spawn gehen, haben wir hier sicher irgendwo ein Plotschild, zum Beispiel hier. Besitzer ist 7QRUAN, was auch immer. Da tun wir jetzt unsere Taste, die wir hier eben festgelegt haben, oder beziehungsweise nicht festgelegt haben. Wir machen einfach einen Klick auf das Plotschild und schon haben wir hier die Plot-Info davon. Sehen wir zum Beispiel auch Besitzer Schlenze und nicht mehr dieser 7QR, wie auch immer. Ein Klick und schon haben wir wieder Infos, ist auch ganz nett. Jailbarrieren ist auch etwas, das habe ich nur noch an. Das Ganze machen wir mal slash warp Gefängnis. Ja, manche sind halt paar Dullis und fallen automatisch rein, weil sie da einmal die W-Taste zu, ja, mal verlängert gedrückt haben. Durch dieses Feature werden hier Barrieren hingeplaced. Ich kann also nicht mehr
hier automatisch reinfallen. Wir springen ja nochmal rein zum Test, aber das geht einfach nicht. Wir merken uns, hier ist eine Barriere, die ist gerade noch anvisiert. Wenn wir jetzt hier das ausmachen, die ist weg. Hier sind die Umrisse gerade weg. Jetzt mache ich es wieder an und jetzt sind sie hier wieder hier. Ich werde jetzt mal zur Demonstration nicht ins Jail springen, weil Baum. Auch eine nützliche Sache, der NPC-Klickhelfer. Das ermöglicht euch einfach ganz einfach durch Entities durchzuklicken auf den NPC. Das Ganze kann ich euch zum Beispiel hier mal beim Verkäufer, beim Orbhändler zeigen. Hier ist ja ein Kopf. Normalerweise, wenn wir hier den Kopf anvisiert haben, passiert hier nichts. Wenn ich jetzt hier klicke, wir kommen in das Menü vom Verkäufer. Wir können durch dieses Entity hier einfach durchklicken. Und dann müssen wir hier nicht so erstmal zwanghaft nach hinten gucken. Ja, kann ich den jetzt von hier aus bedienen? Wir gehen einfach hier vorne oder hier durch den Kopf und zack, können wir kaufen. Darunter gibt es auch die Option Orbhändler fixen. Das Ganze ist recht simpel. Wenn wir jetzt einen Home hier beim Orbhändler haben, wie zum Beispiel ich, dann kann es passieren, dass dieser Orbhändler uns nicht angezeigt wird, aus welchen Gründen auch immer. Wenn wir das aktiviert haben, wird uns die Rohdatei vom Skin angezeigt. Also ich habe ja, beziehungsweise der Orbhändler hat ja hier zum Beispiel einen Bart, habe ich sehr schön betont, ich weiß, und hier halt einen Hut, der ein bisschen voraussteht. Uns werden halt uns so diese grundlegenden Skin-Texturen angezeigt. Diese Oberschicht vom Skin wird uns nicht angezeigt, aber der Skin ist da. Wenn ihr in-game das seht, wie ich es gemeint habe, dann werdet ihr mich verstehen, was ihr meint. Auf jeden Fall ist dann dieser NPC nicht mehr unsichtbar, sondern steht hier einfach. Und die letzte Sache ist der Portal-Cooldown. Das ist nämlich richtig geil. Normalerweise benutzt man es für Switch, aber wenn man jetzt normalerweise hier im Hub ist und sich mit einem City-Build verbindet, will, klickt man hier drauf und dann schauen wir mal in die XP-Leiste. Dort wird uns nämlich dieser Cooldown von 12 Sekunden in XP-Anzeige eben, läuft der einfach nochmal runter. Jetzt kann ich hier durchgehen und jetzt eins abgelaufen und schon sind wir auf dem City-Build. Letzte Sache, Spawner verbessern. Ich liebe es. Ich liebe es wirklich. Spawner mit Item öffnen ist die Option, auf die gefühlt die ganze Welt gewartet hat. Wenn wir jetzt mal zu CB4-Farm gehen, haben wir ja hier zum Beispiel eine Farm. Und normalerweise müsste man auf Fremdplots eine leere Hand haben, um in diese Spawner reinschauen zu können. Durch dieses Feature kann ich jetzt auch eine Spitzhacke nehmen und kann jetzt trotzdem in die Spawner reinschauen. Und das ist einfach nur geil. Weil wenn man das ganze Inventar so halb voll zugemüllt hat, jetzt wenn man Spawner leert, hat man halt irgendwas in der Hand im automatisch, weil es ja erstmal hier unten die Hotbar füllt. Und dann kann man einfach wieder draufklicken, auch wenn man was in der Hand hat. Das waren so die Sachen, die ich euch auf jeden Fall empfehlen würde zu aktivieren. Wenn ihr die anderen Optionen ein bisschen ausführlicher halt erklärt haben wollt, dann schaut euch das ausführliche Video von mir an. Ansonsten abonniert gerne den Kanal für mehr Griefer Games Videos. Jeden Dienstag 17 Uhr gibt es hier ein neues Video. Wir versuchen dieses Jahr die 5000 Abonnenten zu erreichen. Join auch gerne auf dem Discord. Kommentiert, was eure Lieblingsfeature von diesem Griefer Utils Addon ist. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein und ciao, Leute.